Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde bei YouTube. Hier live aus den UFO-Mann Studios in Berlin präsentiert Ihnen UFO-Mann von UFO-Mann LP Craft the World. Eines der besten Spiele aller Zeiten, meiner Meinung nach. Und wir spielen jetzt weiter. Es geht weiter, es geht weiter bei Craft the World. So, da sind wir wieder. Es geht weiter. So. Der Plan ist folgender. Wir wollen ja hier unser Dingsbums ausbauen. Hier wollte ich noch ein bisschen tiefer. Was können wir denn hier eigentlich jetzt machen? Wir könnten uns zum Beispiel hier mal ein bisschen rübergraben. Mal gucken, ob wir da was finden. Den Fahrstuhl haben wir jetzt. Es wird ja wohl nicht so schwer sein. Für meine Zwerge hier. Na. Macht euch mal hier an die Arbeit, ja? Sind ja immerhin 9 Zwerge, oder? Was macht er? Was will er? Jetzt auf Zeitlupe? Warum das? Ach, er wartet. Ah, okay. Das war ein Wartesignal. Okay, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ich glaube, wir müssen unsere Zwerge jetzt auch mal ausrüsten wieder. Wir haben doch jetzt schon wieder ein paar Gestorbene, die neu gespawnt sind. Guck mal den hier. 1, 2. Also mindestens 2, die wir neu ausrüsten müssen. Was haben wir denn da alles? Ah, guck mal, eine Eisenspitzhacke kann er gleich haben. Habe ich gar nichts dagegen. Dann kann er von mir aus eine Keule haben. Dann kann er ein Beil haben. Ein bisschen Rüstung vielleicht noch. Ein paar Schuhe für den Lieben. Dann das hier. Und einen Sternchen Hut kann er auch haben. Siehst du, jetzt sieht er schon mal ein bisschen besser aus. Der Mikro, ein Bergmann. Und den können wir auch noch ausrüsten. Der kriegt eine Spitzhacke. Eine Axt. Natürlich einen... Na, wie heißen die Dinger nochmal? Morgenstern. Ein Helm. Einmal Schuhe haben wir auch noch. Und der kriegt hier eine einfache Rüstung. Belassen wir es erstmal dabei. So, jetzt können wir mal was machen, was ich gerade eben... gesehen hatte, wartet mal, und zwar, dass man im Prinzip, war das hier oder hier? Ne, hier, dass man einfach mal, wie ging denn das nochmal, hier bei dem zum Beispiel, wähle Zwerg, genau, jetzt können wir hier durchgucken und können dem hier zum Beispiel sagen, er soll schlafen gehen, dem sagen wir, er soll schlafen gehen, dem sagen wir, er soll schlafen gehen. Oh, dem sagen wir, er soll schlafen gehen, Mist. Dem soll wir jetzt... Die haben ja alle so wenig Herzen, dann sollten die ja alle schlafen. Das ist ja doof. Geh schlafen. Der hat gar kein Leben mehr, oder was? Der braucht nicht schlafen. Der braucht auch nicht schlafen. Der versucht, Weg zu finden. Okay. So, jetzt haben wir den allen irgendwie hier den Befehl gegeben, schlafen zu gehen. Worauf wartet der denn hier? Du Alter, du kannst hier diese Leiter runtergehen, wenn du den Weg suchst. Guck mal, das werden wir mal noch wegnehmen. Das ist, glaube ich, ein bisschen schicker, wenn der Fahrstuhl da eine Stufe tiefer ist. Genau, so ist schicker. So, dann lass uns doch mal was hier in der Rolle drin. Ah, Gargoyle-Statue. Dekoration für Zinnen und Tore. Oh, aber wie, guck mal, wie billig der ist. Der kostet nur 1, 2, 3, 4, 5 Sterne kostet der nur. Wie sieht es denn eigentlich aus hier mit unserer... Aha, siehst du? Hier muss nämlich auf jeden Fall noch das Tesla-Dingsbums hin. Hier, genau. Das hatten wir ja vergessen gehabt. Dazu müssen wir das Schild wegnehmen, damit die das da überhaupt aufbauen. So. Hier drüben haben wir eins. Okay. Siehst du, hier haben wir gar nicht weitergebaut. Das ist auch so eine Sache. Bevor hier die nächste Monsterwelle kommt, müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen. Und zwar wollte ich hier einen Stein und hier einen Stein. Hier auf jeden Fall einen Stein. So. Dann gucken wir mal, was da passiert. Die werden natürlich auch, das sehe ich jetzt gerade, die werden natürlich das ausnutzen und dann hier rüber gehen. Vielleicht sollten wir die Steine hier doch nicht setzen, aber den hier hinten möchte ich setzen. Dann sollen die von mir aus gerne hier durchkommen. Hier? Dann brauchen wir den eigentlich auch nicht setzen. Nee, warte mal, dann geht es ja jetzt um was ganz anderes. Dann geht es darum,
den hier zum Beispiel, warte mal, den können wir mit Stein ersetzen. Ersetze Erde vorne. Und dass wir hier das dicht machen, dass die da sich so richtig zu tun haben, um sich da durchzubauen. Hoffe ich mal, dass die Zwerge das hier irgendwie auf die Reihe kommen. Guck mal, hier fehlt ja ein Zwergen, soll er nicht weitergehen, Schild. Ach, das ist jetzt hier hinten. Okay. Das würde ich dann doch gerne mal woanders haben. Warte mal, Zwerge sollen nicht weitergehen, Schild. Hier ist es. Zwei Stück habe ich hier. So. Dann möchte ich eins hier. Ich hoffe mal, die kommen nicht auf die Idee, da oben rüber zu klettern. Nee, eins hier. Das kommt weg. Weil hier soll nämlich auch noch ein Stein hin. Ich hoffe mal, die sind jetzt so schlau. So, was ist hier? Okay, das Ding haben sie gebaut. Dann können wir hier das andere nicht weiter Schild bauen. Gut. So, was ist mit euch? Warum kommt ihr da nicht weiter? Guck mal, er versucht hier irgendwas zu machen. Vielleicht sollten wir den mal anwählen. Wähle Zwerg. Kontrolle übernehmen. So. Ups. Na, nicht. Was, oh, wie hoch ist der denn jetzt? Was war das denn? Gut, dann machen wir es mal ganz anders. Dann sagen wir mal, den Zwerg hier. Kann er jetzt eigentlich hier hochklettern? Und jetzt hier rüber. Nein, 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 was machst du denn? Guck mal, das ist doch ein Bug, oder? Ey, das war doch eben ein Bug. Alter, hör auf. Na gut. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt hier regel. Die sagen hier alle, sie würden wohl angeblich nicht durchkommen. Er soll ja hier reingehen. Jetzt geht's. So, und ein paar hatte ich auch gesagt, dass sie schlafen gehen sollen. Machen sie nicht. Geh mal hier schlafen. Nein, 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 nicht abbauen. Ah, wartet mal. Befreien. Und jetzt hier, guck mal, der hat gar keine Leben, der soll schlafen gehen. Der soll was essen, sagen wir mal einfach. Der soll auch was essen. Was essen. Lassen wir sie erstmal essen. Essen. Der braucht nicht essen. Der auch nicht. Der kann was essen. Der kann was essen. Der soll was essen. Okay, ich hoffe, die kriegen das auf die Reihe. Was haben sie für ein Problem? Sie sind auch müde teilweise. Na, dann geh doch mal schlafen. Geh schlafen. Geh schlafen. Geh schlafen. Geh schlafen. Geh schlafen. Du nicht. Du auch nicht. Geh schlafen. Uiuiui, gar nicht so einfach. Hier ist jetzt Wasser drin. Könntest du bitte mal das Wasser rausnehmen? Danke. Warum? Warum, warum, warum? Ist die Banane krumm? Warum kommst du denn da nicht hoch, Mann, du Dödel? Warte mal, dann bauen wir mal hier eine Leiter. So. So, hier eine Leiter hinbauen. Und dann hier will ich hier auf jeden Fall Steine. Sie haben es noch nicht gerafft, dass da Steine hin sollen. Siehst du, jetzt kommen schon die Monster. Mann, ey Leute, wie lange braucht ihr denn für so einen Mist? Scheiße. Ist da bloß einer erstmal. Eine Vorhut oder was? Kommen da noch mehr? Nee, im Moment nicht. Dann können sie den ja gleich angreifen. Jetzt ist hier absolute Blockade. Dieses Problem hatten wir doch schon mal. Da hat ein Neustart geholfen. Mache ich jetzt einfach mal. Kurz rausgehen. Und wieder reingehen. Was soll's. Das hatten wir schon mal. Dann, oh, guck mal hier. Guck mal, jetzt ist hier da verschwunden. Achso, wegen der Sonne. Okay. Gut, bitte, 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 meine lieben Freunde. Baut mir doch mal bitte da was hin. So, das kann weg. Und dann doch noch mal hier und hier. Nein, noch nicht. Nee, lassen wir erstmal noch. Warum kommt ihr denn nicht durch? Eure Einrichtung gefällt euch nicht, oder was? Bewegen könnt ihr euch nicht. Eure Einrichtung gefällt euch nicht. Woran hapert's? Schlafen könnt ihr nicht. Ihr könnt jetzt gar nichts machen, oder was?
Warum könnt ihr denn gar nichts machen? Warum steht hier überhaupt der Fahrstuhl? Das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle. Was ist euer Problem? Was ist euer Problem? Alle Zwerge sind hier im Haus. Vielleicht wirklich das Problem mit der Leiter, dass nur der Fahrstuhl da nicht akzeptiert wird? Auch weil ich kein Dach drauf habe wahrscheinlich. Dann lass uns noch mal gucken. Hatten wir jetzt eigentlich schon dachziegelmäßig irgendwas gebaut, was fürs Dach hier zuständig sein könnte? Ziegel haben wir ganz viele. Können wir daraus dann Dachteile bauen? Ziegelwand? Ich brauche Ziegeldach. Ja, sowas in der Art. Ein Dach hier, guck mal. Davon haben wir 12 Stück. Okay. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will hier eine Wand haben, baut ihr mir den dann? Ja, gerade so. Wie ist denn das mit diesen Terrakotta-Fliesendingern da? Was ist denn hier noch Neues? Was Neues? Oh, Moment. Ach so, dieses Ding. Guck mal hier, das möchte ich haben. Haben wir noch Sand? Sand haben wir mehr als genug. Ton ist wahrscheinlich alle mittlerweile, oder? Ton. Hier ist überhaupt gar kein Ton. Doch, hier. Hat bloß eine andere Farbe. Nein, ich wollte keinen Ton herstellen. Was ich herstellen wollte, war das hier. Und dafür brauche ich Sand. Und dann brauche ich Ton. Und dann brauche ich Wasser. Ein bisschen haben wir ja noch. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ja, vielleicht viel zu viele. Na, ist egal. So, mach mir hier bitte diese Dinger hin. Ganz wichtig hier für mich gerade. So. Und das Ding hier weg. So, hier sind sie ja irgendwie völlig meinungslos, scheinbar. Da oben können sie arbeiten. Jetzt funktioniert der Fahrstuhl auch mal wieder. Wollen wir hoffen, dass es damit zu tun hat, dass wir uns jetzt bereit erklärt haben, hier diese Dinger zu bauen. So, okay. Hier oben will ich ja noch mehr Stuck. Mach mal hier überall Stuck rein. Du Zwerg, du. Und hier machen wir erstmal Stein rein. Und wir brauchen, glaube ich, noch mehr Gerüst hier. So. So. Na, es läuft doch einigermaßen. Oh, da muss ich ja hier noch mehr... hier muss noch Stuck rein. Warum kommt er da nicht ran? Ich weiß schon, warum. Weil ihr müsst hier noch eine Ziegelwand reinbauen. Baue Ziegelwand. Baue Ziegelwand, baue Ziegelwand, baue Ziegelwand, das kommt weg. Und baue Ziegelwand und baue Ziegelwand. So. Ich denke mal, die machen jetzt ihre Arbeit, oder? Sobald sie diese Ziegelwand, wir können aber trotzdem hier schon mal die Dinger hinstellen. Hier hinten auch ein, vielleicht. Ja. So, sehr schön. So, dann können wir hier diese Bauaufträge nochmal erneuern. Hier hinten würde ich zum Beispiel... Nein, nee, hier kommt eine Wand. Doch, hier kommt einer hin. Und dann baut mir mal hier bitte noch ein paar. Danke. Die muss ich jetzt wieder alle wegnehmen. Die müssen weg, okay. Sehr schön. Wir wollen noch ein Dach bauen, aber dazu brauchen wir jetzt noch... ach, guck mal hier, das muss auch noch ersetzt werden. So. Okay, kommt ihr klar da? Sieht so aus, ja? So, weg damit. Jetzt haben wir noch ein Stück. Jetzt brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Stücke. 5 Stückse. Lass uns doch mal gucken, ob wir noch ein paar Stücke herstellen können. 5 Stück brauchen wir. 1, 2,
Oh, knapp, knapp, knapp. Aber trotzdem kriegen wir noch 6 bei raus. Wir brauchen mehr Wasser. Ah, ja. So, das genauso will ich es haben. Jetzt guckt mal, meine lieben Freunde, ob ihr das hier irgendwie hinkriegt, was ich mir hier wünsche. Und dann bin ich schon wunschlos glücklich. Muss hier noch eine Wand rauf. Und dann kommt jetzt schon das Dach so langsam zum Tragen, wenn ich das mal so sagen darf. Davon haben wir nämlich 12 Stück. Die will ich jetzt ernst. Ups, nein, da, ich weiß, das ist da. Bitte mal wieder weg. Bitte wieder weggehen. Ja, danke. Und jetzt brauchen wir uns hier ein schönes Schindeldach, wo er aber nicht rankommt. Okay, verstehe ich, verstehe ich. Verstehe ich. Macht mir mal erstmal da die Dinger. Okay, dann könnt ihr ja erstmal wieder weg. Und dann kommt der hier. Hier hin. So. Oh, das ist natürlich ungünstig, wenn es da runterfällt. So. Und jetzt wollen wir hier einfach nur ein Dach. Wird ja hoffentlich nicht so schwer sein, hier meine Wünsche auszuführen. Na, mal gucken, die fahren ja dazu jetzt hoch und runter. So, wenn ihr mich fragt, ich habe hier vor, weiter auszubauen. Mein Haus erstmal. Ich weiß ja auch nicht, ob die jetzt bereit sind, zum Beispiel hier unten, mir noch diesen kleinen Wunsch zu erfüllen, hier Steine reinzumachen. Ob sich da einer findet, der da Lust drauf hat. Eher nicht, wa? Jetzt wird schon wieder dunkel. Gut, das mit dem Dach, das funktioniert ja scheinbar einigermaßen hier. Aber auch nur einigermaßen. So, dann macht doch mal Folgendes. Nicht einer geht von denen schlafen, nicht einer. Will auch mal gucken, ob ich mal was anderes zu essen hier noch spendabeln kann. Was? Einrichtung, ach so. Okay, rundes Fenster. Was? Wollen wir ein rundes Fenster craften? Warte mal. Nein, ich wollte ein rundes Craften Fenstern. Ha. Ich wollte eigentlich ein rundes Craften Fenstern. Das Coole, oh, guck mal, das Coole an dem runden Fenster ist, das verbraucht total wenig Ressourcen. Deshalb werden wir davon mal ein paar bauen. Glas. Und dann fühlen sich die Zwerge auch wohler. 2, 3, 4 Stück machen wir davon, oder? Reichen 4 erstmal? Ja. Denke schon. So. Okay. Weiter geht's. Wie sieht's aus bei euch? Habt ihr noch Bock oder nicht? Da kommt ihr nicht ran. Okay. Setzen wir die da noch hin, trotzdem. So. So. Sagt mal, ihr seid doch fertig, wa? Ja, ihr könnt ja jetzt. Da braucht ihr nicht mehr bauen. Ihr sollt jetzt im Prinzip hier bauen. Sobald wir Fenster wieder haben. Ups, nein, nicht wegbauen. Nicht wegmachen. Nicht wegmachen, Zwergis. So, ihr könnt auch wieder runterkommen und du fällst gleich ganz runter, wa? Nö. Guck mal, dann bau doch mal hier noch einen hin. Und wir müssen jetzt wohl oder übel noch neue Dachziegel bauen. Wir haben uns aber Gott sei Dank noch Ziegel hergestellt gehabt. Hier, guck mal hier, schön. Ah, Wasser wird knapp. Nein, nein, nein. Wo kriegen wir denn jetzt? Also jetzt. Na, also jetzt so nachts würde ich ja kein Wasser holen, ehrlich gesagt. Wir können Wasser holen, aber erst tagsüber und zwar aus dem Becken daraus. Warte mal, ist eigentlich dieser Befehl hier hinten schon aufgehoben worden? Der Angelbefehl. Ja, sieht so aus. Und dann werden wir mal hier rüber switchen. Aha, okay. Guck mal, hier ist auch viel Wasser. Hier werden wir mal Wasser holen. Hier werden wir uns Wasser holen. So, meine lieben Freunde, die Folge ist vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Auf Wiederhören.